Moin, willkommen, mein Name ist Andy Rölpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Und jetzt geht der Bildschirm aus. Gut. Start. Boom. Und ja, falls ihr euch fragt, warum ich immer von hier aus starte, anstatt irgendwie im Spiel, bei Super Smash Bros. Super Smash Bros. Ist es normalerweise immer so, man schaltet irgendwie Zeugs frei, wenn man das Spiel, weiß ich nicht, 10-mal oder so startet. Also, ja. Ich will nicht, dass irgendwie solche Nachrichten aufploppen, ohne dass ihr irgendwie dabei seid. Deswegen, ja, starte ich immer von hier. So, ich würde sagen, wir spielen. Wo war es nochmal? Bei weiteren Modi, ne? Nö. Bei Smash. Nö. Bin ich jetzt ganz doof oder was? Wo ist das? Weitere Modi? Muss mal der Story-Modus, bin ich eigentlich ganz doof, oder was? Ja, man sieht, ich bin noch nicht, bevor ich aber dahin gehe, dass ich mal ganz kurz hier hingucken. Wir haben in den letzten Folgen klassisch Modus gemacht, ne? Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Charaktere. Was ich geplant habe, ist, ich will abwechselnd Abenteuer und klassisch Modus spielen und es hat den Grund, weil, weiß ich nicht, im Moment habe ich noch eine übersichtliche Anzahl von Charakteren und ich möchte nicht irgendwie erst alle 70 Charaktere freischalten und dann erst mit denen ja irgendwie klassisch Modus machen, weil es scheint möglich zu sein, zwei in einem Part zu machen und ja, ich will halt dann natürlich so schnell aus dem Weg räumen, solange ich noch hier ein paar wenige Charaktere habe, damit ich nicht am Ende irgendwie hintereinander alle irgendwie spielen muss und ja, deswegen habe ich mich entschlossen, ich glaube, das unter Geister, ja, deswegen habe ich mich entschlossen, das abwechselnd zu machen, da wir ja in letzter Zeit ein bisschen Dings gespielt haben, ein bisschen klassisch, würde ich sagen, wir spielen jetzt wieder eine Runde Abenteuer, ja, in der nächsten Folge machen wir klassisch und so weiter und so fort. So habe ich habe durch klassisch Modus auch ein paar Sachen bekommen, ich aber nichts für den Wissensbaum Dreck, aber Geister, ich habe so Futter und alles was bekommen und neue Geister. So, was ich bekommen habe, ist einen Buho, der auf Level 90 Evolution möglich hat. Und da will ich mal sehen. Oh, wir mal sehen, so was der sich entwickelt. Ja, ich habe eine Menge bekommen. Höchstlevel. Buho entwickelt sich zu Geistern Hürde und der Master spielt gerade Super Smash Bros. Der Geist mächtig und der eine Gabe wird jedoch auf Level 1 zurückgesetzt. Das ist gar kein Problem. Das ist also so wie ein Klassenwechsel im Fire Emblem. König Buho. Oh. Schwebesprünge. Dann nehmen wir den mal wieder ein bisschen hoch. Alter. Boom. Sag mal, wie stark der am Ende ist. Was? Wird immer höher, oder was? Ich weiß es nicht. Ich krieg genug von diesen Dingern, also. So, ist er jetzt stärker als so der Durchschnitt der Dinger, die ich jetzt habe? Ja, würde ich sagen, 3000. Also, ich noch jemanden, den ich hier hochleveln kann. Alles klar. Dann geben wir uns mal selber hier, dann gönnen wir uns den mal. Den, Geist. Den König Buho. Auch weil ich ihn leider nicht mehr hochleveln kann. Aber mit Snacks kann man ja auch hochleveln, also, ja. Der ist trotzdem stärker, was? Weil der hat mehr Verteidigung, ja, damit. Und ich kann drei Dinge ausrüsten. So, dann mal auch ein paar neue Sachen. Weniger empfangen Schaden durch Nahkampfangriffe, ja. Oder nur noch ein. Weniger Schaden durch Feuerböden. Immun gegen Klebeböden. Schaden durch Gift. Mit Superblatt. Schießt gleich gegen Elektroangriffe, etwa Pikachu's Donner.
Ah, und dafür die Lauftempo erhöht, ne? Er hat kurzzeitig die Angriffskraft. Ja. Klingt gut. Und wir wählen mal einen anderen Kämpfer, weil wir haben ja jetzt wieder ein paar freigeschaltet. Ich würde sagen, wir spielen mal als... Ach, hier kann ich doch noch nicht alle spielen. Alles klar. Ich bin mal Marv. Ich habe das Gefühl, mit ihnen haben wir irgendwie die größte Erfolgschance. Okay. Gut, nach 6 Minuten Vorbereitung fangen wir mal an. Kalypso. Der Gegner schreibt mit Raketengold. Jetzt Lauftempo für Gegner. 4 Stück. Das klingt relativ nervig. Lass erstmal die früheren Dinger hier machen. Ist das nicht? Er setzt oft seinen Spezialstandard ein. Shigi-Team. Ja, geht's noch einfacher? Das ist eine blaue Röhre, wo ich noch nicht hin kann. Dann kann ich noch mal die Karte aufrufen. So, ja, da sehe ich aber nichts. Sakura. Besiege den Hauptgegner, um zu gewinnen. Versuchen wir das mal. Ich will Sakura haben, weil ihr Effekt klingt gut hier. Ich werde dauerhaft geheilt. Ich muss nur Melinda erledigen, also gut. Da. Okay, das wird doch ein bisschen schwieriger. Das sieht machbar aus, glaube ich. Jetzt, wenn Corin nicht dabei wäre, ne? Dann wäre, glaube ich, so halbwegs machbar. Weil Berliner an sich macht irgendwie nicht viel. Ja, Dreck. Komm schon, ist sowas von machbar. Ich muss nur wie blöd auf sie losgehen. Ich will Sakura haben. Wortlaufende Heilung, hallo? Also er mag ich Sakura. Guter Charakter aus Fire Emblem Fates. Oh. Die Augenkonter. Corinne noch nie gespielt, also. Liegt da am Boden. Ach, das war so eine Falle. Boah, Corinne geht mir aber echt auf die Nüsse, ey. Was? Nein! Ich dachte, das war's. Oh, gibt's einfach nicht. Da die sich auch noch Knarre auf sammeln. Jetzt sollte ich einfach Konter spammen, vielleicht funktioniert das da. Nee. Oh, die sich die ganze Zeit hochheile, ich krieg die nicht raus so. Unfall runter. Das ist so ein beschissener Kampf, ne? Oh, die trifft mich auch damit. Und ich bin weg. Ich krieg nicht genug Schaden rein, das gibt's einfach nicht. Ich sollte ja Donkey Kong mal versuchen. Komm. Boah. Wie kann dieser Kampf nur so schwierig sein? Ey?
bin der Heldenkönig, du kannst mir nichts, Mann. Was bist du? Ein Drache, super. Ozeans graue Welle, ey, dass ich nicht lache. Ich habe schon Leute gerettet, da warst du gar nicht geboren. Muss nur sie erledigen, komm. Nein. Komm schon, sieht gut aus. Könntest du es eigentlich wagen hier? So, versuch dich mal dadurch, davon zu heilen. Nein, ich wurde auch noch getroffen. Irgendeine blöde Pistole. Mann, wieso ist das so schwer, Mann? Komm. Fand ich wahr sein, ey. Jetzt ja nicht wieder 1000 Jahre hier. Jetzt greifst du natürlich nicht an, ey. Ich muss nur sie erledigen, erst der Kampf vorbei. So, das habe ich verstanden. Okay. Boah, Junge, piss dich doch mal. Boah, wir sind bei null. Der Kampf ist fast unmöglich. Oh, Junge. Sie hat auch ein Konter, sie hat auch so eine Konterpose, habe ich gesehen. Oh. Boah. Oh. Ich schaffe das einfach nicht gegen den. Schon wieder 6-7 Minuten hier verschwindet. Mann. So einfach nicht. So, ich habe hier ein paar Leute hingeschickt, ne? Die sind aber jetzt bestimmt wieder gekommen. 6 Stunden sind da vorbei oder so. Ja, ich bekommen. Beendet. Meine Leistung ist noch abgeschlossen. Lückenfüller, Snack Mini und die Level alle hoch. Gut. Ja, warum nicht? Elena. Squitter. Ne, wir kriegen ja Level hier, also. Wenn dann schon jemanden, der auch leveln kann. So, Roger, dann Abmarsch. Ich weiß nicht, ob sich dazu richtig gelohnt hat, aber so als ja, warte mal, ich kann ja so, ha. Ich glaube, hier haben wir eigentlich schon alles und jeden, da ist noch was. Brittany. Ja, der Gegner wird durch Essen kampfstärker. Komm. Auch versucht haben wir auch nicht geschafft letztens, ne? Wenn ich essen kampf der Gegner ziehen Items in ihre Nähe an. Was ist da eine Beschreibung? Gegner werden durch Items geheilt, ey. Ach nee. Der Kampf ist schon Beispiel voll einfach. Boom. Nein. Wie perfekter Konter. Perfekter, was weiß ich. Ja, genau.
Alter! Oh, du verarschst mich hier. Wer bist du? So, tschüss. Alter. Wir sind ein Sieg. Mach die Mug gegen Schwerkraftwechsel. Lernjuwel, danke. Snack Maxi. Ich habe da schon so ein kleiner, so eine kleine Andeutung, dass der Gegner stark ist. So, wie komme ich hier rüber? Okay, weiter. Mehr kriegen wir irgendwie nicht. Ach. Ja, hier komme ich nicht weiter. Da oben ist was. Komm, wie schnell der Heldenkönig hier rennt, ey. Boah. Muss Altaïr retten. Ja, starten wir einen Raketengurt, ja. Das war auch nicht so leicht. Aber gucken wir mal. Kalypso. Ja. Weil die halt. Alter, kriegen die aber viel Schaden. Aber ich krieg so gut wie gar keinen Schaden. Und dieses seitwärts in der Luft ausweichen, das ist richtig gut. So, weg. Nö. Alter, krieg ich gar keinen Schaden hier. Einer ist weg, gut. Ja, du bist weg. Du bist weg. Boom, du bist weg. Ja, sehr gut. Erfolge. Kampf beginnt mit einem Raketengurt. Oh, da war ja gar nichts. Okay. Angriff des Klauges. So, warte mal hier, Terry. Und wir müssen gegen nackten Schuld kämpfen. Ja, Kinder ziehen Items in ihre Nähe an. Das ist gut für den. Machen wir den fällig. Nicht beide erledigen. Ja, ne. Au. Da sind diese Bienen. Geh weg. Ich hau mich da sofort aus der Stage, ne? Ja. Was? Da war schon. Nein! Was, verdammt! Aber ist die KI so gemein in diesem Spiel? Ey, die setzen die Items richtig clever ein. Kann ich hier so Bienen kontern? Boah. Was? So, wer du wirfst jetzt mich wieder mit so einem Ding ab. Was ist das? Boom. Alles klar. Terry. Gut, Terriamon. Ja, was? Gut, dann zeig mal. Aktivitäten von Terry besuchen. Was macht denn der? Also Geister GP verdienen. In diesen Läden kannst du damit tolle Items Geister kaufen. Manchmal gibt es sogar besondere Schnäppchen. Ja, rein. Lernjuwel, ja. Den hier, warum nicht? Haustier, einfach nur Haustier. Das ist ein Subgeist. Und vielleicht kriege ich aber nicht, wenn ich alles hier kaufe. Okay, gut. Apropos Lerndingen, Wissensbaum 15 habe ich, glaube ich, schon. 20 sogar. Bremskraft auf dem Boden. Schaden durch Gift.
Stärkt leicht Spezialtechniken. Stärkt die Schildhaltbarkeit. Gegnerschild zerbrechlicher. Ah, cool. Ich würde aber sagen, ich will bis hierhin, aber jetzt sind 80. Aber hier ist Müll. Etwa durch Transformation. Das Schwert katapultiert werden in der Luft. Den Anfang schon durch Nahkampfwaffen wie Schwerter. Na komm, mach mal hier. 80, das ist ganz schön viel, also wird ja ewig dauern, bis ich das habe. Oh. Ach ja, die drei Brüder von Fire Emblem. Der Boss, oh Gott. Gift eine Bombe verursacht fortlaufend, da will ich gar nicht erst versuchen. Hallo. Sieht ja schon richtig ätzend aus. Rayman. Wo sind dieses eine Ding hier? Ja. Aktivitäten. Ich will da hin. Kann ich einfach so von hier aus dahin? Ja, das Stil. Keine Ahnung. Finde ich jetzt nicht so gut. Also gibt man Vorteil und Nachteil. Ich weiß nicht, ob mir halt so gefällt. Dann gehen wir irgendwo anders hin. Morak. Den Hauptgegner, um zu gewinnen. Es brennt, der Boden verursacht schweren Schaden. Okay. Marv gegen Lucina. Also passt. Wie hast du dich jetzt mich ausgegeben? Wie kannst du es eigentlich wagen? Unter schwerer Schaden habe ich mir jetzt mehr vorgestellt. Hey. Oh, die schießt mich die ganze Zeit ab. Oh, oh, Konter zu spät, ne? Frisstart. Oh, eine Cola. Nein. Der Eistee. Komm hier hoch, Mann. Komm her, du Schwein. Boah. Dreck. Na gut. Nein, die sind immer noch am Leben. Nein, warum habe ich nicht schnell angegriffen, Mann? Oh wehe. Komm hier hin. Ich habe das einzig wahre Falchion. Den habe ich doch, glaube ich, schon, ne? Das ist wie ein Fire Emblem Charakter, ist aber nicht. Das will ich den wieder erkennen. So, Fortschritt. Was ist hier? Bisa Floor. Hier fliegt eine Bombe verursacht fortlaufenden Schaden. Ja, geil. Riesenverwandlung für Gegner. Oh Gott. Hi. Okay, der macht nicht so derbe Schaden. Ich weiß gar nicht mehr, was dieser Knoss für Movesets hat. So, wie lange ist es her, seit ich Brawl gespielt habe? Das Schwert ist es wert. Das Schwert ist es wert. Versteht ihr? Das hat sich gereimt. Aua! Das Schwert war es nicht wert. Vor allem, ich habe doch schon ein Schwert, Mann. Was mache ich eigentlich?
Wahrscheinlich ist aber nicht schwer. Große Gegner sind meistens nicht so schwer. Ich sollte mehr so in der Luft kämpfen, ne? Weil ich bin immer in der Alter, hat der eine Reichweite. Jetzt erreichst du mich natürlich nicht. Aber die Knarre sind nicht wert. Man packt die Knarre weg. Im Kampf mit Schwertern ja. Boom. Hast du aufgesammelt? Boom. Wir erreichen ja richtig was hier. Snack Mini. Ein Kampf noch. Oder wir gucken, was hier ist. Ist ein grüner Schalter. Ah. Das grüne Tor wurde zerstört. Das ist gut, oder? Modimo. Pure Smash Duel, gib dein Bestes und gewinne. Okay. Werde ich aber schaffen, komm. Aber das ist einfach nur ein ganz normales. Ein stinknormales. Na. Oh. Was? Geh da rein. Ja, komm näher. Was? Ich habe eine Falle platziert, willst du mich verarschen? Ja, jetzt greifst du natürlich nicht an. Ich ignoriere einfach die Items. Sagt er, bevor er wieder eins aufsammelt. Der rollt genau da drüber, ey. Gibst du einfach nicht, ey. Sondern statt darüber zu springen, ey. Okay, ich glaube, die Anzahl an Lernjuwelen, die ich am Kampf nach dem Kampf bekomme, schon so eine deutet schon irgendwie so an, wie schwer der Kampf war. So, Gerd Müller, Topman, der Spindergriffe sind stärker. Ausdauer aus mehr reduziert. KP jetzt gehen auf 0. Okay, ich würde aber sagen, etwas und ich kann jederzeit hier einkaufen. Cool. Wahrscheinlich wieder alle paar Stunden, ne? Oder auch nicht. Ich hoffe ja, die Sachen, die ich hier kaufe, sind auch Sachen, die ich nicht einfach so bekommen kann. Das wäre nämlich doof. So, Geisterbaum, Wissensbaum. Pff. 20, das ist zu wenig. Und dann gehen wir mal raus hier aus diesem Modus und gucken. Ein neuer Charakter, ja, ein neuer Gegner. Alles klar, schalten wir wieder einen neuen Charakter frei. Wenn ich gewinne, ne? Au. Au. Vielleicht nicht. Macht mich schon relativ fertig. Ist Bowser irgendwie kleiner geworden oder bin ich mir nur ein? Kamek, hi. Ich hab genau gewartet, bis du zu mir reinläufst. Oh, Pro-Strategie. Bowser kämpft nun mit. Cool.
Aber ich liebe es, Charakter so freizuschalten. Oh, Geisterpunkte. Und Gold. Spiel 10 Kämpfer, außer Mii-Kämpfer frei. Warum nicht die Mii-Kämpfer? Was habe ich denn noch? Sie dreimal das Geistertraining im Dojo, ne? Habe ich bekommen? Alter, eine Abenteuergabe. Keine Ahnung, was ich bekommen habe. So, als Frühgrund mit einem Einzelnen 40% mehr Schaden oder mehr. Alter, 40%. Das ist meine Geisterevolution durchgeführt. Okay, dafür kann ich vielleicht ein Dings bekommen haben. So, lass mal gucken. Im Shop. Ja, Meister herausholen. Mii-Kleidung kaufen. Dann von Street Fighter kaufen. Gibt noch 1000, damit mehr Artikel erscheinen. Okay. Musik. Mario Golf Tour. World Tour. Rolling Hills bei Mario Bros. 2. So, und das sind irgendwie Sachen, die kann man vor einem Kampf einsetzen, glaube ich. Jetzt kann ich mehr Sachen kaufen allgemein. Chrombrücke. Cool, okay. Ich würde sagen, etwas in diesem Part. Im nächsten Part machen wir dann wieder klassisch Modus, ne? So wie ich gesagt habe. Gut, ich bedanke mich allzu fürs Zuschauen und hoffe, hinterlasst ein Abo, ein Like, ein Kommentar oder sowas. Das wäre richtig toll. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.